Guten Tag, wir sind heute auf Münster Straßen wieder unterwegs mit der Frage des Tages. Und wir wollen wissen, wenn man was an Münster verändern könnte, was? Was noch fehlt? Puh, fällt mir gar nicht so genau ein. Also vielleicht neuer Club, der vielleicht hier in der Nähe ist. Also ja, ich finde, da ist manchmal ein bisschen wenig. Das ist einfach cool. Alles ist gut? Ja, alles gut. Alles super. Ja, cool. Ja. Danke. Ich bin glücklich und zufrieden. Nee, ist mir nichts aufgefallen. Also nichts Nachteiles im Moment, dass ich irgendwas also kritisieren könnte. Ich habe im Moment nur positive Eindrücke. Ich sag mal, Münster ist so eine Stadt der Prinzipienreiterei. Neue Dinge haben es ein bisschen schwer. Bei mir geht es so halbwegs, ne? Aber am Anfang war es auch nicht so einfach. Man guckt immer erst genau hin. Ne? Man will auch manche Dinge hinterfragen zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache. Ja, Wohnungen für Studenten sind auch hier ziemlich mager, also weil es ja Studentenstadt. Keine Ahnung, ich suche im Moment eine Wohnung, aber es ist echt viel alles so teuer und ja, keine Ahnung, halt wenig Wohnungsmöglichkeiten. Und vor allem das meiste kriegst du halt auch nur durch so Kontakte dann vergeben. Ja. Das stimmt. Könnte größer sein. ja, genau, Blutspender fehlen natürlich immer, aber ansonsten keine Ahnung. Also an sich finde ich Münster echt richtig cool. Ich lebe hier sehr gern und würde auch sehr gerne hier bleiben nach dem Studium. Was man sehr gut verändern kann, ist, dass der Wohnraum zum einen arg teuer ist, vor allem für Studenten halt, weil hier fast überwiegend, für mich zumindest, sehr viele Studenten immer kommen und wieder gehen und für die ist es sehr schwer, immer Wohnung zu finden. Das merke ich immer bei meinen Kommilitonen. Und es ist natürlich auch sehr knapp, der Wohnraum, und da sollte man was tun. Und ansonsten finde ich Münster einfach grandios. Ich finde, es sollte mehr Aktivisten geben generell. Leute, die für etwas einstehen, die auch mal in die Unis reingehen und dort mal was versuchen zu verändern, versuchen ein bisschen besseres Bewusstsein zu schaffen, auch für das, was in der Welt passiert, und nicht nur einfach studieren gehen und auf Partys gehen und konsumieren gehen. Und das sollte generell, finde ich, auch Münster sollte, sage ich mal, auch hier für diesen Platz mehr tun. Was ich weiß, ist hier auch sehr korrupte Stadt. Und sagen wir so, die ganze Geschichte hier, gibt es auch andere Bezirke hier. Ja. So. Netzwerk, Ostseite, ja. Und da ist ein Haufen Problem. Die Stadt kümmert das überhaupt nicht. Was würden Sie am liebsten sagen, das sollte man eher verändern hier? Ich habe da gewohnt. Okay. Und das war Horror. Und es ist so kriminell wie da zum Beispiel, habe ich in der Sowjetunion, in Russland nie gesehen. Ja? Okay. Und du hast keinen Schutz. Und zum Beispiel die Polizei macht auch nichts. Hm. Deswegen das zum Beispiel für mich, das ist am schlimmsten, was ich da erlebt habe. Ja? Hm.